Ja, hallo und willkommen zu meinem Unboxing-Video. Heute machen wir mal Unboxing von Maggi Buchstabensuppe. Also die Buchstabensuppe, die habe ich jetzt so normal im Supermarkt gekauft, aber die bekommt man natürlich auch einfach im Apple Store oder bei diesem komischen Typen, der unten an der Bushaltestelle immer steht. Also der mit den langen Haaren und der komischen schwarzen Jacke. Ihr wisst schon, wie der aussieht, ihr kennt den sicher auch. Naja. Dann schauen wir uns zuerst mal die Verpackung an natürlich. Die ist erstmal recht deskriptiv gehalten. Da ist zum Beispiel hier so ein Bild von der Buchstabensuppe. Das finde ich ganz gut. Und da ist auch eine Beschriftung drauf. Da steht hier oben Buchstabensuppe. Das ist wahrscheinlich irgendein Hinweis auf den Inhalt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Und hier oben. Da steht dann guten Appetit mit einem Smiley drauf. Das kann nur zynisch gemeint sein. So, und auf der Rückseite, da haben wir hier so eine Zubereitungsempfehlung. Die wurde wahrscheinlich von Experten da so zusammengestellt, dass man das einfach machen kann, glaube ich. Und hier ist so ein kleines Rätsel. Das Buchstabenchaos. Schaut euch dieses Bild genau an. Wie viele Buchstaben könnt ihr entdecken? Ist natürlich blöd, die Frage zu stellen und da die Antwort zuzuschreiben. Das sind 91. Ja, und weiter. Diese Packung ist noch nicht mal ein Jahr abgelaufen. Ist also noch in bester Ordnung. Super. Ja, dann wollen wir das Ganze mal öffnen. Ich habe gehört, die Packung hat jetzt einen tollen Patentverschluss, der ganz neu ist, wo man einfach an der Seite das so aufschnappen lassen kann. Ja, so ungefähr. Ah, perfekt. Genau, da kann man die Packung ganz einfach öffnen und kann sich jetzt mal den Inhalt genauer ansehen. Wenn man mal ganz genau schaut, dann hat man hier zum Beispiel so ein B, so oder ein Q auch und ein K ist also. Im Detail muss man sagen, sind die richtig gut verarbeitet. Man kann auch hier ganz besonders sehen, an dem S, die abgerundeten Ecken, das ist das neue Feature von der neuen Version. Und ja, ansonsten haben wir hier noch so, weiß nicht, so Staub noch drin. Ich weiß auch nicht, das ist vielleicht von der Produktion so Reste, die da reingekommen sind. Aber dafür. Sind besonders viele Buchstaben mit drin. Man sieht ja auch eine gewisse Bandbreite. Hier ist zum Beispiel so ein R noch. So oder ein Z. Und wenn man das auf die Seite legt, kann das sogar ein N sein. Das finde ich ganz gut, dass die auch vielseitig einsetzbar sind. Und ja, was soll ich sagen? Vielleicht schenke ich den Nachbarn ein bisschen was davon. Ich brauche sowas ja nicht. Naja, also. Ich wollte nur sagen, insgesamt kriegt das Produkt von mir ja 3 von 5 Sternen, weil da doch so ein bisschen von diesem Staub mit drin ist. Aber Buchstaben finde ich ganz cool, weil ich ja gerade lerne zu lesen. Ja, und vielen Dank, das war mein erstes Unboxing-Video und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise ihr seht nur meine Hände. Tschüss. Wie kriege ich das jetzt ab?